Ein Veilchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt. Es war ein herziges Veilchen, da kam eine junge Schäferin mit leichtem Schritt und munterm Sinn daher, daher die Wiese her und sang. Lalalala. Nina Hagenmull ernst, du's, und Mozart a Goethe-Trip. Wir spielen, was wir gerne haben, sagt Punk-Diva. Akustisch, sie sehen wie, ohne Batterie, wir dürfen mit voller Powerstimme, ohne größt Gejäts. Kenina aber ohne Brechter sind politisch-sozialkritisch Texter, dann noch Kurt Weill, Martin Luther King, sie all wären mit kommentarischer Stoß. Und Schulmeier bleibt verschwunden, unser Mancher. An natürlich hat die berühmte Nina Exzentrik nicht gefehlt. Hanna das Brick lebt nämlich so manches. Experimente mit nuklearen Teilchenbeschleunigern, Superproton, Neutron, Radio Frequency Cavity und ups, und noch ein schnelles Teilchen hinterher. Alle freuen sich, dass bald ein Dr. Martin Luther King oder ein Wesen erscheint, was uns alle zur Brust nimmt und wir durstig dran trinken dürfen. Ein bisschen mammerisch wird Musikerin schon gestrohend. Hier Mam hat der 81, Nina Hagen hört der Haut 61 gekriegt. Dass die Schwätzen diskutieren wichtig finden, wiederholt Berlinerin friedlich und immer unter dem Zeichen von der Luft. Mit einer Pegida will sie das machen, aber mit den Geringen müssen das nuklear thematisieren. Klar, ohne Shishi dazu, was ihr denkt. Irgendwas stimmt mit den Leuten nicht. Scheiße hier, Scheiße da, es ist beschissen, ja für wahr. Und ich sage euch die Wahrheit endlich heute voller Klarheit. Diese Generation ahnt die Wahrheit schon. Philosophieren, sangen, kritisieren, so will sie weiterführen, auf ihren alle Musik machen, die Herz a See berührt.